Ja, in diesem Segment unserer Lehrveranstaltung wollen wir uns mal kurz über mehrdimensionale Räume unterhalten und mal ansehen, was damit eigentlich gemeint ist. Nun, nach den neuesten Great Unification Theories, das sind die sogenannten GUTs, geht man zurzeit von mindestens 11 Raumdimensionen aus, wobei man sagt, dass also 6 davon kleine eingerollte Dimensionen sind, aber die anderen sind tatsächlich groß. Was so eine Dimension genau bedeutet, da kommen wir gleich dazu. Und zwar physikalisch nachgewiesen durch Experimente sind bisher 4 Raumdimensionen. Das kann man also zeigen, dass dessen zwar mit Raumdimension meine ich jetzt nicht unbedingt die Zeit als 4. Dimension, sondern eine räumliche Ausdehnung, so wie Länge, Breite und Höhe. Man kann auf dieser 4. Achse natürlich die Zeit dann abtragen. Also direkt wahrnehmen können wir, wie Sie natürlich wissen, nur die 3 bekannten Dimensionen. So wie wir auch nicht jetzt verstehen, was das jetzt hier sein soll. Wir können zwar zeigen, das ist die Projektion eines vierdimensionalen Würfels, aber vorstellen können wir uns das nicht so gut. Man kann es trotzdem mal versuchen, wenn Sie sich mal vorstellen, man würde so einen Würfel drehen. Ja? Also einen Würfel, einen dreidimensionalen Würfel beispielsweise nehmen und würde den drehen und dann sich überlegen, wie sieht die zweidimensionale Projektion, also der Schatten davon aus. Das können wir, brauchen wir glaube ich nicht zu machen, können wir uns vorstellen. Also ein dreidimensionaler Würfel, ganz normal, den drehen wir und eine Lampe projiziert einen Schatten an die Wand oder ein Drahtgestell von einem Würfel und dann sehen wir da, was passiert. Doch was passiert jetzt, wenn man einen vierdimensionalen Würfel so drehen würde und wir würden den projizieren in unsere Dimension rein. Nun, das würde ungefähr so aussehen. Also was Sie jetzt hier sehen, ist ein Würfel, der wird gedreht, ein vierdimensionaler Würfel, der in der 4. Dimension gedreht wird und sein Schatten, also seine Projektion in den zweiten, also dreidimensionalen Raum, ist aber jetzt wieder auf 2 Dimensionen runtergeholt, aber es ist eine 3D-Animation. Da sehen Sie, wie das aussehen würde. Also wir würden das überhaupt nicht kapieren, was das soll. Und trotzdem ist die 4. Dimension Existenz. Das kann man also, wie gesagt, zeigen. Nun, was ich jetzt hier Ihnen mal zeigen will, um das noch einmal etwas klarer zu machen, ist Folgendes. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein zweidimensionales Wesen, was hier in einem Gefängnis sitzt. Ja, das habe ich jetzt mal hier so etwas projektiv dahin gebastelt. Das zweidimensionale Wesen kommt hier nirgendwie raus. Ne? Das kann hier also keine, stößt immer an die Wände. Wenn ich jetzt aber als dreidimensionales Wesen von oben komme, pack den armen Teufel und setzen von oben raus, also in meine 3. Dimension, setzen nebendran, dann sieht es da unten so aus, der wäre draußen und würde sich schwer wundern, wie er da rausgekommen ist. Das wäre so, wie wenn Sie in einen normalen Raum eingesperrt sind, der völlig zugemauert ist, alle Seiten sind zu, plötzlich erscheint aus dem Nichts eine Hand, packt sie und sie verschwinden und befinden sich plötzlich nebendran und sie werden das auch überleben. Sie werden nicht, weil sie nicht durch die Wände gehen müssen, sondern sie werden über diese 4. freie Dimension, die ein vierdimensionales Wesen sehen könnte sie als dreidimensionales Wesen da komplett rausholen. Zum Beispiel könnte auch so eine Blinddarmoperation gemacht werden, ohne dass man den Körper öffnet, weil in 4 Dimensionen liegt das alles offen sozusagen. So wie hier eigentlich in 2 Dimensionen, wenn das jetzt ein richtiger Mensch wäre, wir da seine Organe sehen können. Gut, das ist vielleicht nicht so appetitlich, aber so sieht es aus. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben 2 Geraden in 2 Dimensionen, also wir sind wieder in einem zweidimensionalen Welt, haben 2 Geraden, die nicht parallel sind. Wenn die nicht parallel sind, müssen sie sich natürlich irgendwo schneiden. Ja, also 2 nicht parallele Geraden in einer Ebene müssen sich schneiden. Doch wenn wir jetzt mal hergehen und nehmen jetzt die eine Gerade und biegen die aus dieser Ebene raus in unsere 3. Dimension, ja, sodass das so aussieht, also ich nehme es die Gerade. Sie stellen sich, ich versuche es Ihnen mal hier zu zeigen. Also nehmen wir mal an, wir haben hier diese zweidimensionale Fläche. Da war vorher die Gerade drin, irgendwie. Und die hole ich jetzt raus, biege die so raus. Und dann gibt es ja nur noch einen Durchdringungspunkt. Ja, einen Durchdringungspunkt. Und dieser Durchdringungspunkt, den sehen Sie jetzt gerade hier da drauf. Und was würde ein zweidimensionales Wesen sehen? Nun, ein zweidimensionales Wesen sieht nur einen Punkt und eine Gerade. Und wenn Sie dem zweidimensionalen Wesen hier erklären, dieser Punkt ist aber in Wirklichkeit die Projektion einer Gerade auf deine Ebene, das ist es ja,
Ja, oder eine Durchdringung von mir aus. Ja, jedenfalls ist es eine Gerade, was du da siehst, nicht nur ein Punkt. Da wird er sagen, wie kann das sein? Ich kann um den Punkt drum rumlaufen und trotzdem ist es eine Gerade, ja. Und er wird noch weniger verstehen, wieso die zwei Geraden, die nicht parallel sind, sich nirgendwo treffen. Weil in seiner Vorstellung, in der Ebene, sind zwei Geraden, wenn die nicht parallel sind, dann treffen die sich immer irgendwo. Er kann sich nicht vorstellen, dass es zwei nicht parallele Geraden gibt, die windschief sind sozusagen, die sich nirgendwo treffen. Aber so ist es. Es geht sogar so weit, ja, Sie können, das wollte ich noch zeigen, Sie können die beiden Geraden sogar so weit wegdrehen, die zweite Gerade, dass sie nicht nur sich nicht mehr da drin befindet, sozusagen, sondern Sie können sie ja ganz rausdrehen, dass sie quasi parallel ist zu dieser Ebene, ja, von mir aus, dass sie parallel ist, also in einer zweiten Ebene drin liegt, die parallel ist zu der ersten, und trotzdem ist die Gerade da, nur kann das zweidimensionale Wesen jetzt diese Gerade überhaupt nicht mehr sehen. Ja, obwohl die da ist, ja. Also, wir haben sie völlig aus seiner Dimension herausgedreht. Ja, und jetzt Sie sagen, was hat denn das jetzt alles mit uns zu tun? Nun, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären jetzt hier in einem dreidimensionalen Raum, ja, den habe ich ja so einen Würfel angedeutet, und wir hätten zwei Ebenen hier, eine rote und so eine türkisblaue, dann ist es ja so, im dreidimensionalen Raum, wenn Sie zwei Ebenen haben, ich habe jetzt hier mal zwei, und diese beiden Ebenen sind nicht parallel zueinander, dann treffen die sich natürlich irgendwo, ja. Die treffen sich irgendwo und schneiden hier irgendwo eine Gerade raus. Das ist diese lilane Gerade, die herausgeschnitten wird. Ja. Diese lilane Gerade ist die Schnittgerade. Jetzt machen wir aber genau das Gleiche. Jetzt gehen wir mal in vier Dimensionen, behalten die beiden Ebenen. Und jetzt machen wir das Analogon, was der arme zweidimensionale Teufel da mit seinen zwei Geraden da gemacht hat. Das machen wir jetzt mit den Ebenen. Ich kann zum Beispiel die eine Ebene, die jetzt hier ist, wenn ich die mal so hinhebe, dass Sie von der Seite drauf gucken, dann sehen Sie ja nur noch eine Gerade. Diese Ebene ist natürlich noch da, sie erstreckt sich nur zu mir hin, nach hinten weg. Aber jetzt gibt es ja vier Dimensionen, das heißt, diese Ebene könnte sich in die vierte Dimension rausstrecken, die wir nicht wahrnehmen können, sodass wir zwar von der Seite drauf gucken, so wie der Punkt bei dem zweidimensionalen Wesen, der repräsentiert eine Gerade, sodass jetzt unsere Ebene durch eine Gerade repräsentiert ist. Also die Projektion dieser Ebene auf unsere dritte Dimension ist nur noch eine Gerade, obwohl es eine Ebene ist, weil die erstreckt sich, wie Sie sehen, zwar zu mir, aber die muss ich jetzt nicht in drei Dimensionen zu mir, sondern sie haut ab in die vierte Dimension. Das heißt, aus dieser Ebene wird eine Gerade. Ja, diese Gerade hier, die Sie hier sehen, ist in Wirklichkeit eine Ebene. Ich kann drum herum gehen, aber sie erstreckt sich nach außen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie hätten eine zweite Ebene, die bei uns jetzt im dreidimensionalen Raum rumliegt, dann können die beiden sich ja auch treffen und in einem Punkt schneiden. Das muss man sich mal klar machen. Wir haben zwei Ebenen, die nicht parallel sind. Unendlich groß können die sein, unendlich große Ebenen. Und sie schneiden sich in einem Punkt. Ja, zwei Ebenen, nicht mehr in einer Gerade, wie wir es im 3D-Raum haben, sondern zwei Ebenen im vierdimensionalen Raum, aber es sind trotzdem zweidimensionale Ebenen, treffen sich nur in einem Punkt. Ja, weil die eine Ebene durch eine Gerade im dreidimensionalen Raum repräsentiert ist und die erstreckt sich in die vierte Dimension, die wird ja nicht betroffen von unserer zweiten Ebene, deswegen Schnitt, Punkt. Ja. Und das ist jetzt hier angedeutet, also wir können die Ebenen. Sorry, noch nicht. Wir können die Ebene quasi durch eine Gerade ausdrücken im 3D-Raum und die würden sich ja irgendwo treffen. Jetzt geht es aber noch schlimmer. Diese Gerade, die in Wirklichkeit eine Ebene ist, kann ich jetzt ja auch noch einmal in die vierte Dimension hineindrehen, sodass ich drehe es jetzt erstmal wieder zu mir. Ja, jetzt sehen Sie nur noch ein Pünktchen da vorne, aber die ist es noch hier. Jetzt kann sie sich aber auch in dieser Richtung in die vierte Dimension natürlich erstrecken, sodass aus dieser Ebene plötzlich nur noch ein Punkt wird. Ja, also ich habe jetzt nur noch einen Punkt und dieser Punkt, dann können Sie einpacken in eine Tupperware-Schüssel, das ist eine Ebene. Ja, die ist einfach nur, was übrig ist in unserer dritten Dimension, ist nur der Punkt. Ja, weil die anderen beiden Erstreckungen, die erstrecken sich in diese vierte Dimension hinein. Ja, also diese Ebene ist jetzt nur noch ein Punkt. Ja, das ist jetzt hier auf dieser Grafik zu sehen, das ist also der Punkt. Das ist in Wirklichkeit immer noch die türkise Ebene, die jetzt da ist. Und ich kann es noch schlimmer machen. Ich kann, wie ich vorhin, diese Gerade an dem zweidimensionalen Wesen, ja, Sie erinnern sich, das zweidimensionale, haben wir ja zwei Geraden gehabt, da haben wir die Gerade rausgedreht, die dritte Dimension, dann war das nur noch ein Punkt. Dann haben wir sie noch weiter rausgedreht und war sie parallel zu der Ebene, war
noch da, aber war noch nicht mal mehr der Punkt da. So kann ich das hier auch machen. Also ich kann diesen Punkt jetzt hier rausdrehen und der ist überhaupt nicht mehr da. Ja, und was ist passiert? Die Ebene ist noch da, aber sie erstreckt sich in einem Raum, der parallel ist zu unserem dreidimensionalen Raum. Also so wie ich zwei Ebenen im dreidimensionalen Raum parallel haben kann, beiden könnte eine Gerade drin sein, ja, so kann ich auch zwei dreidimensionale Räume im vierdimensionalen Raum parallel haben und die können sogar ganz, ganz, ganz eng nebeneinander stehen, dass sie gerade noch eine Haaresbreite untereinander sich austauschen und man kann die nie erreichen, weil die na, einfach in einer anderen Dimension ist. Ja. Also so könnte man sich vorstellen, dass wenn man jetzt als Mensch sich in vier Dimensionen bewegen könnte, dass ich mich nur geeignet drehe und habe mich aus meinem dreidimensionalen Raum hinweg gedreht. Bin unsichtbar geworden, bin zwar noch da, sogar unendlich nah, nur bin ich in der vierten Dimension komplett in einem parallelen Raum. Ja, und kann mich einfach durch Drehung quasi, kann ich mich wieder in den dreidimensionalen Raum reindrehen, wenn ich das könnte. Das kann ich nicht, aber muss ja auch nicht sein. Also wie gesagt, selbst der Punkt kann verschwinden, wenn er in einer parallelen Ebene ist, in einem parallelen Raum. Ich habe jetzt hier die Ebene quasi ganz raus. Ist. Also dieser eine Punkt, der jetzt verschwunden ist, ist immer noch eine unendlich große Ebene, ja, die sich einfach in einem Parallelraum zu dieser Dimension befindet. Ja, das ist das. Und was kann das überraschend für die Leute, die mathematisch ein bisschen sich auskennen? Ich habe jetzt mal zwei Ebenengleichungen genommen. Also unendlich große Ebenen, vektoriell, das aber in vier Dimensionen. Das heißt, Sie sehen, die Vektoren haben vier Komponenten, sind vier Dimensionen. Und einfach mal die Schnittmenge berechnet. Also zwei Ebenen, zwei flache Ebenen, unendlich groß. Die sind auch nicht parallel. Ja. Und sie sind nur jetzt nicht im 3D-Raum, sondern einfach im 4D-Raum. Und die Schnittmenge ist ganz einfach zu berechnen. Sie setzen das gleich. Da haben Sie vier Gleichungen mit den vier unbekannten RS, U und V. Die können Sie sofort ausrechnen. Das kann man im Kopf, braucht man immer einen Taschenrechner. Und kriegen in Schnitt Punkt raus. Das ist der mathematische Beweis. Also zwei unendlich große Ebenen im vierdimensionalen sind nicht parallel, sind also nicht parallel und treffen sich genau in einem Punkt. Gut, das war das in diesem Segment.